Welcome to Chair Simulator. Chair Simulator. Chair Simulator. Und damit willkommen, seid gegrüßt zu einem neuen Let's Play, zu einem neuen Netztest. Netztest wahrscheinlich eher zu Chair Simulator. Die Musik ist ziemlich laut. Ich muss erstmal die Musik ausstellen. Okay, damit willkommen. Jetzt die Musik leise. Ich muss im Hintergrund welche einfügen. Jetzt ist hier gerade ganz still. Willkommen zu Chair Simulator. Kopfhörer kann ich absetzen. Es ist ja nichts zu hören. Es ist eventuell ein paar Spielsounds, aber ja, ab und zu wird mal reingebrüllt. Mega Lautstärke. Ja, der Stuhlsimulator. Mit dem Zwergenfürst. Let's go. Wir starten das Spiel. Hier können wir uns unseren Avatar aussuchen. Hier. Dann haben wir Bingo Bob. Dann mal Cheatless. Ja, sieht doch gut aus. Und verschiedene Menschen. Ich nehme noch den sympathischen Chair. Und hier haben wir eine Anleitung. Controls. Eine kleine Mist-Anleitung. Ja. Möbelhaus XY lässt grüßen. Ja, die Steuerung ist klar. Ja, ist die Pfeiltasten, Maustasten und E. Und los geht's. Da sind wir Level 1, 0 Sit Points. Ich habe das Ganze tatsächlich schon mal aufgenommen und habe dann gedacht, ja, ich habe mir die Musik auf den Kopfhörer nur leise gemacht und habe gedacht, das geht schon klar. Aber es ging dann doch nicht so klar. War die Aufnahme nicht zu verwenden. Ich denke, das wird jetzt gehen, wenn die Musik aus ist und ich die dann runter schneide. Gut, wir spielen hier eine Stuhlsimulator. Und wir sind ja ein kleines Männchen. Und unsere Aufgabe ist, uns auf den Stuhl zu setzen. Chair. Du sagst es. Und jetzt sitzen und sammeln Münzen. Und sammeln Münzen. Und sammeln Münzen. Und das war es auch schon vom Gameplay. Vom Gameplay her war es das. Interessanter wird es nicht mehr. Das ist. ja, der Stuhl simuliert. Wir können sitzen. Jetzt wird es langsam ankommen, wie steht dort die Sitpoints werden langsamer regeneriert. Ich zeig's euch jetzt mal am Anfang. Ich bin schon Profi da drin, das ist. Ich habe das schon mal gespielt. Haben wir schon fast eine Stunde lang gespielt. Sollten wir dann im roten Bereich kommen, da gibt es sogar Warnsignale. Warnlaute. Da sollten wir mal schnell aufstehen. Das Pain in the Ass, Ometer. Finde ich sehr schön. Chair. Dann müssen wir halt regelmäßig aufstehen, weil sonst. Wenn wir sterben, verlieren wir alles, was wir zuvor gesammelt haben. Das ist. Ja, das ist ziemlich tragisch. Verlieren wir alle Stühle, die wir mal gesammelt haben, alle Münzen, die wir gesammelt haben, alle Fortschritte, alle Levels und so weiter. Dann musst wirklich. Ja, du kannst nicht dich einfach hinsetzen und nichts tun. Oh, Nisa unterdrücken. Am besten das steht jetzt hier schon auf. Hat ja sehr gut geklappt. Der Genoss hat genossen. Chair. Also am besten man steigt schon in der gelben Phase auf. Aber ab der orangen Phase fängt es dann an. Da gibt es dann weniger Münzen fürs. Steht ja sogar im Bildschirm. Dauert jetzt länger, was die Punkte kommen. Im roten Bereich kriegt man glaube ich sogar ab. Ja, Sit Points. Den heutigen Slowly. Im roten Bereich kriegt man glaube ich sogar Chair. An Münzen. Wenn man gar nicht aufpasst, dann stirbt man. Und hier unten haben wir einen Level-Fortschritt-Balken. Da haben wir. Level 1. Jo, 250 Sitzpunkte XP.
Oder auch so, müssen wir kriegen. Um das nächste Level zu erhalten. Chair. Wir können auch hier, ich wollte gerade mal zeigen, wir können hier auch den Stuhl anheben. Also hier mal den Stuhl, dann können wir uns zum Beispiel hier vor den Bildschirm setzen. Mal den Stuhl hier platzieren. Und dann setzen wir uns mal hier. Chair. Sitzen wir Fernsehen gucken und. So. Was läuft denn da im Fernsehen? Disney Plus, HBO. Hulu. YouTube TV. Hier wird Werbung gemacht. Streaming-Dienste. Streams.fm. Aha. Werbung im Game. Mal kurz aufstehen. Chair. Ist wohl kein Zucker, der Typ. Sonst hat er hier nicht schon nach zwei Minuten, nach einer Minute, nicht schon seit einer Minute, wegen der erst. Und wird unangenehm nach einer Minute und nach zwei Minuten ist er tot. Das ist ja, was ist es? Ich weiß, sitzen ist das neue Rauchen und das ist das. Chair. Ist schon ungesund, aber. Ja, komm schon. Ist auch interessant, wie man ja Geld für Sitzen kriegt. Wenn ich jede Sekunde hier einen Cent kriegen würde, ist. Jo, das wäre ein Job, den wir nehmen. Fürs Rumsitzen bezahlt werden. Chair. Einfach nur sitzen. Obwohl der harte Metallstuhl hier, das ist schon. Kann man schon verstehen, dass irgendwann, ja, aber nicht nach zwei Minuten, irgendwann hat man da schon irgendwie Pain in the Ass, wie es so schön heißt. So, und das ist hier unsere Wohnung, da können wir drumherum sitzen und Münzen sammeln und den Stuhl gleich mitnehmen. Und wir können rausgehen. Dann gehen wir nach MSCHF. Wir haben ein Store Layout. Da gibt es Office Chairs, Stools, Couches, Chairs. Dann gibt's, hier können wir uns neue Stühle kaufen. Die kosten wir 800, 1250, 200, sehr viel für 200. Da hinten 50er. Hier gibt es einen 50er Stuhl. Können wir uns hier den Knitpuff mal. Können wir es vielleicht leisten, damals schon geleistet. Und dann haben wir hier einen neuen Stuhl. Können wir im Inventar nach. Und wir haben hier schon hier Chairs und zwei. Nö, das wollte ich nicht. Hier den hier. Das können wir ja auch im Möbel aussitzen. Chair. Nee, eher zack, aber okay. Jetzt müssen wir mal versuchen, die 200 zusammenzukriegen. 50 haben wir schon ausgegeben. Müssen wir mal die 200 zusammenkriegen, damit wir hier mal irgendwann eine hübschere Stühle kaufen können. Ja, sehr schön. Da sitzen wir. Und meditieren. Während uns der Arsch einschläft. Einen Krampf im Arsch kriegen. Okay, also können wir die. Oh, wir können die aufeinander stapeln. Sehr schön. Ist noch hier richtig 400. Der Bekrimier kostet 450. So weit werde ich heute nicht kommen. Ah, hier gibt es den Game of Thrones. Iron Throne. Schöne Berufsstuhl. Hier Gaming Stuhl. Der ist so ein. Knie-Dingstuhl, Plastik-Chair, wir haben unterschiedlichste Stühle, ein Klo, 1250 für die Toilette, das ist der Wahnsinn, wir haben einen großen Thron, oh, kostet nur 200, sparen wir noch für den Thron hier, gehen wir mal zurück nach Hause und sitzen noch ein bisschen, gucken wir mal auf den großen Thron sparen.
still lassen wir jetzt mal hier. Der ist raus nach Hause. So, die Stühle können wir hier im Inventar. Ne? Mal rausnehmen, können wir uns hier den Gamerin hier hinstellen. Und uns gleich mal drauf setzen. Chair. Sehr schön. Wir sitzen hier auf dem Sitzball und schauen uns das Gemälde an. Ein Zebra-Streifen-Look. Denk's. Ja. Ich glaube, jetzt geht der Streifen ein bisschen langsamer. Habe ich so das Gefühl. Auf dem angenehmeren Stuhl dauert es ein bisschen länger. Bis in die Ankunftszone. Würde ich fast sagen. So, wir müssen aber immer noch aufstehen. Chair. Joa, ich würde mal sagen, ich mache die 250 voll. Das muss ich irgendwie mit reinschneiden. Das ist wird jetzt hier. Ja. Ich sitze hier nur warten. Gibt es einen kleinen Timelapse für euch, würde ich sagen. Dann mal aufstehen, mal hinsetzen. Chair. Und dann froh sitzen. Ewigkeiten später. Ich habe jetzt nicht genau auf die Uhr geguckt, aber okay, Level 2. Da haben wir Level 2 geschafft und 200 Münzen voll. Sehr schön. Sitzt das mal hier. Und gehen wir einkaufen. Wir kaufen uns einen schönen Thron. Es gibt halt ja wirklich Sachen für 450, 800 Euro. 800. Ich habe ich glaube ich hier so einen Tausender gesehen. Ich gehe mal auf Thrones. Thron kostet 800. Die Teile auch an die Kosten sogar hier. Ab und zu mal, ich suche gerade einen, ob ich da einen finde. 1000er Thron. Nicht spontan jetzt nicht, aber das ist noch ein 50er. Den wollen wir uns kaufen. An Adorned Thron. Oh, the youngest child of the royal family. Na, aber den dritten Sessel bekommen. Können wir gleich hier platzieren. Kann man halt hier wirklich, wenn man wirklich sehr viele Langeweile hat. Chair.
kann man sich das hier wirklich. Ja, plus 4, plus 1, plus 1. Es geht dann wirklich schneller. Es geht dann wirklich. Mit dem Thron, mit dem 200er Thron geht es halt wirklich. Dann wahrscheinlich mit einem 800er Stuhl geht es wahrscheinlich nochmal. Denn man hat Chance, das schneller hinzukriegen. Und der Suchtfaktor ist wirklich enorm. Halt wirklich. Also vorsichtig, wenn ihr das spielt. Also wenn ihr wisst, dass ihr Sucht anfällig seid, das ist also. Die Lebenszeit, die ihr hier verschwendet, kriegt dann nicht wieder zurück. Das ist halt. Man ist dann. Man hat dann halt. Man hat auch durch das Level dann irgendwie den Reiz halt irgendwie, das dann halt. Dann kann man hier irgendwann sich für. Dann sieht man schon, für 50 Euro gibt es jetzt. Guck mal, jetzt haben wir hier schon wieder 50 zusammen. Jetzt könnten wir uns hier schon wieder. Jetzt können wir uns schon einen leisten. Können wir mal gucken, was uns hier für 50. Für 50 Ingame-Währung so leisten können. Hier den Camping-Stair können wir uns leisten. Einen pinken Campingstuhl. Da haben wir schon 4 Stühle. Das ist schon. Das ist so eine Sache, die. Versteht ihr? Das ist so eine. Ich gehe mal nach Hause und ich kann es dann alle bei dir aufstellen in der Bude und so. Das ist halt immer. Dieses Level und so weiter. Das ist das, du hast halt, dass du dann halt was geschafft hast und so weiter. Das ist halt wirklich. Kann schon echt hart süchtig machen. Also ja. Ist irgendwie anfangs so ein bisschen frustrierend, weil man so ein bisschen aufpassen muss, weil sonst ja, ist ja nichts los, aber man dann doch schnell den Campingstuhl noch aufstellen. Hier haben wir noch unseren alten Stuhl, unseren Anfangsstuhl, den es gerade gab. Und hier haben wir unsere Stuhlsammlung. Chairs. Okay, plus 2. Interessant, geht nicht schneller, aber geht's 2 im Pro Dings. Auch gut, hier geht's verdammt schnell. Mit dem Thron. Und da rentiert sich mehr der Thron. Aber ja. Den können wir nochmal vorholen. Sehr schön, aber hier im Sitzkreis. Im Multiplayer gibt's dann noch nicht. Chair. So, na dann. Ich würde mal sagen, für das letzte Test lassen wir es jetzt mal bleiben. 4 Spiele haben wir schon gekauft. Es ist halt wirklich. Spielt's vielleicht selbst mal, aber nur wenn ihr euch sicher seid, dass ihr da aufhören könnt. Dass er da nicht in der ewigen Teufelsspirale hängen bleibt und da. Reiz immer neue Stills kaufen und so weiter, dass das dann, also wer sich dann wirklich alle Stille kaufen kann und es dann zum Level 10, 12 und so weiter, zu Level 50 und so weiter und fortschreitet auf der Level, heißt jetzt brauchen wir schon 1000 XP, um zu Level 3 zu kommen, das ist halt schon wirklich, was schon, um dir alle Stühle leisten zu können, um das durchzuspielen, dann musst du schon wirklich hart hobbylos sein, dann musst du schon wirklich, dann musst du schon ordentlich Langeweile haben. Zumal du auch, du kannst es halt nicht, es ist halt kein, es ist halt nicht AFK-Arena oder so, es ist halt einfach in der Runde laufen kannst, weil du musst halt wirklich aufpassen, musst halt wirklich hier, musst halt wirklich dranbleiben und so jede Minute mal auf E drücken, da mal einfach aufstehen, damit es halt, musst halt wirklich dranbleiben und zuschauen und auf den Balken achten und sonst, ja, sonst kann ich euch gleich mal zeigen, zum Abschluss können wir gleich mal nochmal zeigen, schon wieder 100 Münzen, das ist halt hier wieder der Wahnsinn. Und auch der andere jetzt dadurch, dass du immer mit einem besseren Thron hier, ist das dann schneller oder dass du mehr kriegst und so weiter, das ist halt wirklich, das ist halt schon, muss man schon sagen, das rätst halt schon. So, jetzt setze ich mich nochmal auf den Chair. Oh, jetzt haben wir gerade mal in der Luft gesessen, auch schön. Den Stuhlkreis nicht zerstören. Jetzt wollte ich mich mal auf den Campingstuhl setzen. Chair. Sehr schön. Dann zeige ich euch mal, was passiert, wenn wir jetzt hier. Wenn wir mal nichts tun. Ich tue jetzt mal einfach zum Abschied einfach mal so, dass wir nichts tun. Dann verliert man nämlich einfach alles. Das ist einfach, wenn man stirbt, wenn man in den roten Bereich kommt, wird es dann erstmal laut. Und dann
dann darf man schön mal sterben gehen und hat alles verloren, muss nur von vorne anfangen. Das ist schon, da muss man schon irgendwie, muss man aufpassen. Und ich stelle mir vor, wenn der Balken dann irgendwann schneller läuft, dann muss man noch schneller drücken und so weiter. Das ist halt schon, dann frustrierend, wenn man es irgendwo mal verkackt hat. Also, ich weiß es nicht, also. Wenn es euch selbst mal reizt, wenn es das mal, ist wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich in der Videobeschreibung verlinkt. Zieht es euch rein. Aber nur wenn ihr sicher seid. Es wird gleich laut. Und wir verlieren Münzen. Du wirst auch gewarnt, wenn du Kopfhörer aufmachst. Jetzt setzt du gleich. Also Warnungen sind schon da, so ist es nicht. We have lost all your chunks and sit points. Oh nein. We died. Und vorbei ist es. Aber Zoom können wir auch nicht. Können wir nur Quit machen, dann haben wir hier neues Game. Muss einen neuen Charakter aussuchen. Und jetzt wir starten. Sind wir wieder hier. Haben wir wieder 0 Sitzpunkte und nur den einen. Stuhl, ja. Darf ich nach oben, dass euch irgendwie gefallen haben, dieses kleine Trash-Game. Lasst ein Abo da, wenn ihr seid. Habt noch einen tollen Tag und ja, steht mal auf und geht ein bisschen raus. In frische Luft vielleicht. Da sammelt er zwar keine Sitzpunkte, aber ja. Oder bleibt sitzen, von mir aus. Mir egal. So, haut drin, habt noch einen tollen Tag. Ciao.